hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera, vor der Kamera die Kumquat Hinzi und Robert Meierhofer. Du pflückst jetzt diese riesigen Früchte. Genau, also man sieht, sie sind recht klein. Das ist die runde Kumquat oder Mini-Kumquat genannt. Kleine Früchte, die voll reifen. Man sieht, die sind dunkelorange gefärbt, sind reif. Die kann man einfach, sie geht schon kaputt, wenn ich sie so nehme, pflücken. Man beschädigt sie durch das Pflücken, wenn ich es so nehme. Also müsste ich entweder direkt essen jetzt oder wenn ich sie noch ein, zwei Tage lagern will, irgendwo in der Fruchtschale, besser mit der Schere schneiden, damit ich die Frucht nicht beschädige. Also Fortunella, Hinzi werden das. Genau, ja. Mhm. Super, schauen wir, wie das schmeckt. Jetzt die kleinste Kumquat. Wie heißt die botanisch? Fortunella Hinzi. Also die ist wirklich klein. Geht jetzt schon in die Mikroküche eigentlich. Ich nehme mal die ganze. Nimmst du mal die ganze? Mikroskopisch klein. Der Geschmack erinnert mich an was? Seifig. Ja, die ist seifig. Bitterkeit kommt am Schluss. Relativ wenig Zucker, relativ wenig Säure. Seifig. Bitter. Hat schon Aroma. Hat Aroma. Hat auch Duft, Harz. Also in der Nase. Harz, ja. Harz. Also die Öle aus der Schale, die schmeckt man ganz sicher. Das hat etwas Harziges. Hat vielleicht die stärkste Nase, also im Abgang, wenn man gegessen hat, fast die stärkste Nase von diesen dreien. Mhm. Aber natürlich fehlt die Saftigkeit. Ich glaube, man muss halt konstatieren, dass diese Mini-Kumquat vor allem eine Zierpflanze ist. Genau, da ist sie schön oder als irgendwo als Beilage vielleicht in einem Salat. Salat, habe ich gerade auch gedacht. Als Beilage in einer Soße zu einem deftigen Essen, als Auflockerung. Aber zum Puressen finde ich sie jetzt nicht die beste Frucht. Also alle drei Kumquat, hochinteressant, hochspannend. Vielleicht am interessantesten und spannendsten die Ovari Kumquat, dann runder gerade für Kinder die runde Kumquat und dann die Mini Kumquat, die Zwerg Kumquat, die Hinzi vielleicht wirklich nur zu Dekorationszwecken oder in einen Salat hinein. Vielleicht von der Frucht her, nicht nur die kleinste, sondern die uninteressanteste. Aber der Zierwert der kleinen Bäumchen mit den kleinen Kügelchen drauf ist schon fantastisch. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.